Willkommen zurück zu EM, zu Gast bei Bohnen. Wir sind immer noch mittendrin bei der Europameisterschaft 2016. Das ist natürlich der absolute Hammer. Und wir werden gleich nochmal zurückgehen. Das war jetzt unsere Meinung, dass wir nochmal nicht ganz fertig waren mit dem Deutschland-Italien-Spiel, obwohl wir es kurz vor der Werbepause angekündigt haben, dass wir schon in Richtung Frankreich abwandern. Ich meine, selbstverständlich könnte man über Deutschland-Italien alles, also könnte man die nächste Woche durchlabern. Aber ich glaube, ja, die Elfmeter müssen wir gleich schon nochmal. Ja, die machen wir. Die Elfmeter kurz, nehmen wir auseinander. Wir einmal kurz auseinandernehmen. Ja. Das machen wir gleich. Kurz vorher allerdings, genau, da wollten wir drauf eingehen, auf den Vote. Und unsere Community, also ihr, habt gesagt, der Yogi, ja, also in dem Sinne auch du, ja, der Yogi zu 65% hatte er recht gehabt. Habt ihr recht gehabt? Ja, Yogi hat in erster Linie recht gehabt. Yogi hat ja nichts zu sagen. Aber du hast es im Vorfeld, hast du ja auch schon Indizien gegeben, dass es auch sehr viel Sinn macht. Also ergo seid ihr da ganz wunderbar mit dabei. 35% müssen möglicherweise das Land verlassen nach der EM 2016. Aber seid ihr selbst dran schuld. So kann man es an der Stelle schon mal sagen. So, was haben wir denn noch? Ja. Wir müssten noch mal einmal über dieses Elfmeter-Schießen reden, weil das hat mich erstens Jahre meines Lebens gekostet und die werde ich gerne zurück irgendwie. Vielleicht kriegt man sie zurück, wenn man ein bisschen drüber redet. Ja. Und was einfach eine interessante Sache ist, dass Deutschland so viele Elfmeter verschossen hat. Das gibt es ja eigentlich nicht. Die haben richtig viele Elfmeter verschossen. Ne? Also was ich gelesen habe, die haben am meisten Elfmeter verschossen in der Historie Deutschlands. Hast du das auch auf dem Schirm, Ralf? Es stimmt und ich weiß nicht, ob die Statistik schon genannt wurde. Mhm. Der verschossene Elfmeter von Thomas Müller war der erste verschossene seit 1982, oder? Ja, aber seit 22 erfolgreichen Schüssen in Folge. Ach krass, echt? Ja. Okay. Seit 1982 wurde kein Elfmeter, also im Elfmeterschießen, ja, ja, klar, wurde kein Elfmeter verschossen und Thomas Müller war der erste, der hat quasi diese Serie unterbrochen. Aber wann war denn das letzte Elfmeterschießen? War das nicht gegen Argentinien 2006? War das nicht das letzte offizielle wichtige Elfmeterschießen in der K.O.-Runde? Argentinien 2006, gegen England 96 gab es noch eins. Genau, aber ich meine das letzte, ja, genau, sozusagen, das war 2006, ne? 2006. Und da haben sie alle verschossen, alle getroffen? Ja, so, das war doch der so legendäre Lehmann. In der deutschen Geschichte des deutschen Nationalmannschaft gab es nur zwei verschossene Elfmeter im Elfmeterschießen, ja, soweit stimmt, ich weiß. Ja. Einmal Uli Hoeneß. Uli Hoeneß in den Nachthimmel von wo war das? War Sarajevo. Sarajevo 76. Ja. Ja. Und 82 Uli Stielike gegen Frankreich, glaube ich. Aber da ist man trotzdem weitergekommen. Richtig. Aber das ist halt Elfmeterschießen. Das kommt ja nicht in die offizielle Wertung. Also selbst wenn Thomas Müller jetzt, ja, ein Tor geschossen hätte, also getroffen hätte, ja, wäre er immer noch torlos. Ja, ohne wenn ich da jetzt nichts unterschlagen habe, weiß ich, bin ich mir nicht sicher, aber dann wären es ja mehr Elfmeter verschossen in diesem einen Elfmeterschießen als in der ganzen Geschichte, richtig, des, ja, deutschen Fußballs, ja, zuvor. Das war in der Tat, du hast es ja so schön formuliert, du möchtest die Lebensminuten zurück. Die werden später fehlen. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, mit Gag können wir kurz auflösen, ne? Ralle, schön, dass du da bist. Wie ist? Da, ja, haben sich bestimmt einige Leute gewundert. Hä, was macht der? Hä, was ist denn da los, ne? Ja, moin, ich darf auch mal machen. Macht sehr viel Spaß hier, über Fußball reden. Hätte ich ja überhaupt nicht gedacht. Wieso denn nicht? Ja, weil Nils und Eddie eigentlich immer Sachen machen, die ich unsympathisch, ach so, finde. Nein, das musst nicht du mit denen klären. Nils hat ja eben noch, ist ja gerade unterwegs mit Jean-Marie Pfaff. Jean-Marie Pfaff, echt, wusste ich nicht. Eben gesehen habe, ja. Krass. Ja, der Nils, der macht wieder geheime Sachen. Ey. Ja, der macht ganz geheime Sachen. Kann er auch. Geheime Sachen, dürfen wir eigentlich sagen, wo Teile von uns sich morgen befinden? Moment, morgen ist Mittwoch. Welche Teile? Also Körperteile? Nein, oder? Teile, die man gerade nicht sieht. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß dürfen jetzt wir nicht das sagen, Regie? Ja, die Regie. Weil wir, ja, wir schicken ja auch tatsächlich Leute nach Frankreich. Der Gunnar wird nämlich beim Spiel sein. Was geht? Echt? Ja. Wusste ich nicht. Und wir werden eine Live-Schalte über Periscope machen und uns das Spiel hier live anschauen. Nein, das nicht, aber. das darf man leider nicht, ne? Wie Gunnar, du Schwein. Shotgun Frankreich? Nee? Na gut, lassen wir das. Das ist ja super geil. Das ist großartig. Ja. Auch minimal neidisch. Also ich gönne sie von ganzem Herzen, aber wo ich sage, ja, wenn ich nicht hier sitzen würde, wäre ich gerne in Frankreich. Ja. Naja, so ist das. Aber was ich glaube, wo wir, ich bin mir nicht ganz sicher, habe selber auch geschrieben, tut das nie wieder, weil ich ebenfalls Jahre verloren habe, weil es wirklich unglaublich spannend war, dieses Elfmeterschießen. War auch ja mit eines der längsten Elfmeterschießen, also als Elfmeterschießen. Es hat nicht viel gefehlt und Manuel Neuer hätte antreten müssen. Und ja, halt echt. Höwe das. Ja. Halt echt. Was passiert denn eigentlich, wenn 11 Spieler durch sind? Dann geht's wieder von vorne los. Ja, ne? Ja.
Aber ist noch nie passiert, oder? In der Historie des Fußballs? Weiß ich gar nicht. Also der ist sicher stimmt irgendwo mal. Ja. Sicherlich mal, ja. Mhm. Irgendwann kommt halt auch der Busfahrer und das man hat es halt ja lustig. Tatsächlich mal in den 80er Jahren mit einem, wie beim Eishockey, das Penalty-Shootout auch probiert, mit Anlauf von der Mittellinie. Mhm. Und dann musstest du, ja, es gab einen Feldversuch, ich glaube in den USA war es. Okay. Die haben relativ schnell gemerkt, ja, nee. Ungeschickt. Ja. Okay. Interessant fand ich, wenn wir jetzt ganz kurz noch bei dem Thema bleiben, den Vorschlag von Juri Möllner, der sagte, Elfmeterschießen vor der Verlängerung. Es ist mir zu logisch. Selbst mir ist dieser Vorschlag zu logisch. Also, um das mal kurz zu erklären, Juri Möllner meinte ja damit, dass man vor der Verlängerung Elfmeterschießen macht und dann der Sieger kriegt 0,5 Tore. Dass man halt in der Verlängerung hat, jemanden hat, der aufholen muss. Ah, okay. Dass man die, also, weil die das Ergebnis mitnimmst in nochmal 2x15 Minuten. Weil die Verlängerung ist ja mittlerweile, muss man ja ganz klar sagen, geht nur noch den meisten Teams darum, ins Elfmeterschießen irgendwie zu kommen und kein Tor zuzulassen. Ja. Aber das, das nimmt halt das hat halt so eine Dramatik einfach so, so was Endgültiges, das Elfmeterschießen. Ja, ich finde das auch besser. Ja, oftmals wird ja gestritten, so Elfmeter, es ist ja nicht fair, da kann ja theoretisch auch ein Viertligist gegen den FC Bayern gewinnen und so weiter. Ja. Was ist die Alternative? Ja, es ist halt bestimmt kein Golden 15 Goal mehr, ganz normal, wie bis jetzt. Ja. Und dann im Anschluss Golden Goal oder was? Also Nee. Golden Goal ist ja auch schon einfach abgehakt. Man könnte vielleicht darüber reden, ob man die Verlängerung streicht. Wie viele Verlängerungen gab es in den letzten Jahren, die torlos ausgegangen sind? Ja. Ist halt auch. Es ist jetzt eher die Frage. Ich meine, klar, das ist im Weltfußball scheinbar so, wobei ich jetzt Copa America nicht gesehen habe. Also, ich glaube, da ist das Deal nochmal ganz anders, ja, tatsächlich. Gut, ja. Also, nicht so taktisch, nicht so, wie wir es jetzt hier so in Europa sehen. Ja, das ist auf jeden Fall emotional irgendwie und mal den Ball hinterher rennen, aber immer noch künstlerisch. Aber, weiß ich nicht, Ich würde gerne eben à la Wales und Belgien, da haben wir vorhin halt auch drüber gesprochen, irgendwie, da hat man ja gesehen, dass es auch Teams gibt, die das trotzdem beides beherrschen. Und wenn diese Teams in die Verlängerung gehen, also ich finde das gut. Ich finde die Reihenfolge vollkommen in Ordnung. Ja, gut. Ja. Also zumindest fairer als noch in den 70ern mit Münzwurf. Ja. War das echt Münzwurf? Oder? Ja, Entscheidungsspiel und dann Münzwurf. Ja. Bitte. Hast du dich halt 2 Tage später getroffen, hast nochmal gespielt und wenn es dann keine Entscheidung gab, es einen Münzwurf. Und das ist halt echt. Also, das ist lame. Das ist bitter. Ja, das ist lame. Man kann halt argumentieren, dass es. Ein Elfmeterschießen ist ja letztlich auch nichts mehr als ein großer Münzwurf. Also vielleicht mit noch mehr Nerven und sowas, aber es hat wenig mit dem Spiel eigentlich zu tun. Das ist jetzt gar nicht, ich will damit nicht sagen, dass Elfmeterschießen scheiße ist, aber es ist halt immer, man sollte jetzt zum Beispiel die Leistung der deutschen Nationalmannschaft nicht anhand des Ergebnisses so bewerten. Nee, weil es hätte genauso gut sein können, dass sie rausfliegen. Ja. Ja. Und sie hätten trotzdem gut gespielt. Ja, absolut. Also. Als Schweinsteiger zum Elfmeterpunkt gegangen ist, da hat man irgendwie so eine Schwere in seinem Gesicht gesehen, da habe ich Angst gekriegt. Und hat sich dann ja auch bestätigt. Mir ging es so bei Kimmich. Echt? Ja, aber nicht, weil ich Kimmich das nicht zutraue, sondern weil ich Kimmich noch aus dem Pokal in Erinnerung habe. Und der Junge ist gerade, also man sollte das bei ihm mal einsortieren, was das für eine persönliche Leistung ist, in den jungen Jahren so eine Entwicklung innerhalb eines Jahres vom U21 Spieler zum Stammspieler bei Bayern, Nationalmannschaft und geht dahin und schießt einen Elfmeter. Also das ist nicht ohne. Und die nervliche Belastung war halt da. Plus im Hinterkopf das Ding aus dem Pokal. Und bei Thomas Müller zum Beispiel merkst du, dass dieses Ding aus der Champions League im Halbfinale, das hängt noch ein bisschen das hängt ein bisschen nach. Das ist insgesamt noch nicht so rund. Und der Elfmeter passte ins Bild. Ich hätte mich wahnsinnig für ihn gefreut, wenn es anders gewesen wäre. Aber es ergibt nun mal ein rundes Bild. Mhm. Und deswegen sollte man das, was Kimmich da auch mental geleistet hat, echt, das ist aller Ehren wert. Mit 21 Jahren, ne? Ja. Also, ja. Da muss man auch mal sagen, da waren ja 5 von 5 Spieler am Ende, die treffen mussten. Sonst wäre es vorbei gewesen. Das ist schon eine große Leistung mental. Das ist eine Geschichte, ob du zum Elfmeter gehst und ja, ist der erste Elfmeter, danach nach mir kommen noch 4. Oder ob du derjenige bist, wenn ich nicht treffe, ist vorbei. Ja. Also wenn du in der Situation bist, wenn ich treffe, haben wir gewonnen und wenn nicht, geht's halt weiter. Das ist auch immer noch mal minimal weniger, aber wenn du musst. Deswegen übrigens gewinnen 60% der Elfmeterschießen das Team, das beginnt. Durchschnittlich, habe ich auch gelesen. Ja. Es wundert mich, dass bei dieser EM haben
der Lewandowski hat zweimal und Schweinsteiger jetzt auch, die haben freiwillig gewählt, als zweites zu schießen. Das würde ich nie machen. Das fand ich auch erstaunlich. Ja, da habe ich ebenfalls was drüber gelesen. Eben nicht nur das, sondern halt auch die, man hat ja sozusagen vor dem gegnerischen Team geschossen. Also Schweinsteiger hatte ja wohl auch die Seitenwahl dann, ne? Ja. Ist auch eine neue Ansage. Normalerweise entscheidet der Schiedsrichter per Münzwurf, dann heißt es Kopf links, Zahl rechts. Ja. Und jetzt gibt es eine Ansage von Colina, vom Schiedsrichterchef. Sollte es der Platz zulassen und es keine Sicherheitsbedenken aus welchen Gründen auch immer gibt, aber bei einer EM ist es ja zumindest innerhalb des Stadions meistens relativ klar und die Plätze sind in Ordnung, nimmt man die Kapitäne dazu und dann gibt es halt zwei, müssen die Kapitäne zwei Entscheidungen fällen. Man übergibt quasi den Spielern die Entscheidung, auf welcher Seite sie schießen wollen. Um sich da als Schiedsrichter so fein rauszuhalten. Ja, hat Sinn gemacht. Aber ich glaube, das war etwas, wo viele Leute sich. Ja, bei Schweinsteiger war es ja, wie heißt das? Aberglaube. Ja. Weil er sagte, gegen Chelsea haben sie auf die eigene Kurve geschossen im Champions League damals. Ja. Gegen, was sagte er noch? Irgendwas noch mit Bayern, wo sie auch auf die eigene Hälfte und Lewandowski mit Polen. Und deswegen wollte er es anders machen. Ich weiß nicht, ob das nicht so ein bisschen sein eigener Aberglaube war, der leider der Mannschaft übergestolpt hat. Ja. Weiß ich nicht. Ich will das jetzt auch gar nicht zu sehr auseinandernehmen und kritisieren. Ich persönlich hätte beide Entscheidungen andersrum gemacht. Also zuerst schießen und aufs eigene Fans. Ich bin grundsätzlich auch eher der Meinung, selber zuerst schießen. Und das jetzt, auf welches Tor du schießt, das blendest du sowieso aus. Also in dem Moment, wo du dann da stehst, hast du nur noch, nur das Tor. Oder was? Ja. Alter Schwede, ey, das war so schlimm. Wie viele Jahre hast du verloren? So viele Jahre. Viele Jahre. Ich muss sagen, persönlich, für mich ganz persönlich, nachdem man 2014 den Weltmeistertitel geschafft hat, ist natürlich so ein kleiner, als Fan der deutschen Nationalmannschaft und der Spieler ein gewisser Druck abgefallen. Also wäre dieses Elfmeterschießen bei der WM passiert, dann wäre ich gestorben. Also das wäre nicht gegangen. Aber jetzt möchte ich ganz kurz, weil du das sagst, jetzt bist du ein Spieler, der das genauso erreicht hat. Und jetzt ist es vielleicht nur so viel bei dir, was von der Anspannung weg ist. Jetzt, wie hoch ist anzurechnen, Thema Spanien vor ein paar Jahren, dass sie da nachlegen? EM-Titel, Dings und noch ein Titel und noch ein Titel. Oder im Vereinsfußball. Meister, 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 Champions League, Meister, Meister, Meister. Da fällt die Spannung nicht ab, wo wir wieder beim mentalen Aspekt wären, auch wenn wir heute ein bisschen in den Bereich abschweifen, aber das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst, was es bedeutet, auf dem Niveau sich immer wieder bis übers Maximum auch zu motivieren. Und das hast du jetzt zum Beispiel bei den Spaniern gemerkt. Die waren jetzt so lange dabei, dass es, ich will nicht sagen, dass sie satt sind, aber es ist genau das, was du angesprochen hast, dieses kleine Rädchen war dann nicht da und dann scheidest du halt so gegen Italien aus. Und Weltklasse-Spieler schaffen es über 10, 12, 14 Jahre immer wieder an genau das Maximum ranzugehen, das du eben angesprochen hast. Ja, ohne da auch nur ansatzweise nachzulassen, weil sonst gewinnst du nicht die Champions League, sonst gewinnst du nicht die nationale Meisterschaft und. Ich mag das. Das ist also wunderschön gesagt, kleine Gänsehaut. Ich will, dass heute Abend sofort Fußball ist. Ich habe keine Lust zu warten. Das ist die Scheiße. Gestern hat mich Abend auch aufgeregt. Das ist kein Fußball. Was macht man denn jetzt? Ja, vollkommen. Ist irgendwie Champions League Quali estnische Mannschaft gegen. Nee, vollkommen absurd. Das ist kein Fußball. Du, ich muss jetzt gleich noch nach Lüneburg und eine Mannschaft trainieren. Ich nehme dich mit. Und dann kickst du einfach mit. Ja, drei Minuten Glück und dann. Also in den drei Minuten habe ich die Motivation, von der du gesprochen hast. Danach fällt die rapide ab. Ja. Nee, ich fände es eigentlich ganz lustig und darüber sollte man mal tatsächlich irgendwann so. Da würde ich gerne ein Fotoband von sehen, von wirklich echten Emotionen beim Elfmeterschießen. Also, weil meine Süße, die konnte nicht hingucken. Sie konnte wirklich körperlich nicht hingucken. So spannend war das für sie. Und ich würde echt gerne sehen, wisst ihr, wie ihr gesessen habt? Also was haben eure Hände gemacht in dem Moment? Also in den kritischen Momenten? Ich muss gestehen, auch wenn du es mir nicht glaubst, aber ich war völlig entspannt. Ich habe das Spiel wirklich sehr neutral gesehen. Echt? Ja, ich hab ein Stück weit natürlich der deutschen Mannschaft aufgrund persönlicher Beziehung die Daumen gedrückt. Aber solche Spiele schaue ich mir sehr, sehr sachlich an. Ja gut, ist jetzt nicht jeder schon mal Profifußballer gewesen. Mag sicherlich was damit zu tun haben, aber es ist tatsächlich so, wenn wir auch mit mehreren Jungs zusammen gucken, das läuft meistens sehr, sehr entspannt ab. Ja, ja. Also da steht dann wirklich der Sport an sich im Vordergrund gar nicht so sehr. Klar drückt man jemandem die Daumen,
Aber es ist vielleicht auch die Situation, selbst dass beim Elfmeterschießen, selbst beim Elfmeterschießen, das war doch scheiße spannend. Das vielleicht war doch die Situation, geil, dass wir mit so einer Situation auch anders umgehen können, weil wir es oftmals schon selber erlebt haben. Ja. Vielleicht nicht auf diesem EM-Viertel-Halbfinalniveau, aber trotzdem hast du im Pokal solche Situationen gehabt und kannst das einfach, nimmst es anders mit. Ja. Hast du auch schon mal ein Pokalfinale irgendwie? So? Nee, ich durfte nie Elfmeter schießen, weil ich war immer zu nervös. Also gut, ich habe nur bis ich 12 war gespielt, da gab es noch kein Elfmeterschießen, glaube ich. Ich fand das super. Schweinsteiger verschossen, Özil verschossen, da gab es natürlich auch aus Politikerseite, hat man vielleicht auch gelesen, CSU, gab es auch ein paar dumme Sprüche. Irgendwie. Söder, ja. Ja, wurscht. Weg damit. Ist auch auf dem Display ausgerutscht. Ja, muss halt sein, ne? Muss halt sein. Dann haben wir eigentlich Italien und Deutschland durch, ne? Ja. Weil ja, es gibt noch ein anderes Spiel, worüber wir reden wollen und sollten, weil es den Gewinner des Gegnerteams für Deutschland ermittelt hat, Frankreich-Island. Genau. Mhm. War ein nettes Spielchen, also war dann eine Halbzeit vorbei, aber ja, bis dahin war es nett. Ja. Weil Frankreich halt tatsächlich mal die erste Mannschaft ist, die wirklich mit Geschwindigkeit da reingespielt hat, wo die Isländer saukompakt stehen, nämlich ins Zentrum. Mhm. Also die haben sich nicht gescheut, auch mal den Pass ins offensive Mittelfeld zu spielen und dann sehr schnell weiterspielen. Mhm. Und dann hat halt Island verzweifelt versucht, Zugriff zu erzeugen und haben dann halt die Kompaktheit verloren in diesen Momenten. So, und haben zwei Schwächen aufgedeckt der Isländer. Erstaunlicherweise sind es Standards, fand ich, weil das Defensivverhalten bei Standards war Mist. Mhm. Du kannst natürlich im Raum stehen, aber du musst trotzdem aktiv zum Ball gehen. Und man hat es gesehen beim Tor von Pogba, die Isländer stehen und Pogba kommt mit Anlauf. Und normalerweise wird so gemacht, dass du dich im Raum aufstellst und zwei, drei Leute die Laufwege der großen, stabilen Jungs stören. Mhm. Aber Pogba konnte 5-6 Meter Anlauf nehmen und wenn der halt hochsteigt und ja, dann hast du keine Chance, selbst als eigentlich hochgewachsener isländischer Abwehrspieler. Und das andere ist halt die Torwartsituation bei den Isländern. Ja. Halt Thorsson wurde seinem Namen nicht gerecht, nicht? Ja, es ist halt, wir sprechen jetzt wirklich über EM-Halbfinalniveau. So, ja. Und da sind es dann die vielbeschworenen Kleinigkeiten. Und da entscheidet es halt, ob dann ein Manuel Neuer im Tor steht oder ein Loris, ein Courtois, wer auch immer. Oder halt Thorsson, der halt sicherlich ein guter Torwart sein mag. Aber in der Situation kommt er halt zu spät. Ich hab das war auch. Nee, Giroud war das, ne? Ja, Giroud. Ja, also waren alles kein Unhalt. Also, wenn der Torwart an diesem Spiel einen tollen Tag hat, dann wird das ein ganz anderes Spiel, sagen wir es mal so. Ja, aber wie du schon gesagt hast, das Ding war zur Halbzeit entschieden. Dann haben die Franzosen aus Höflichkeit normal weitergespielt. Du hast halt gemerkt, okay, jetzt schießen die Isländer ein Tor. Ey, Leute, wir machen jetzt mal schnell ein Fünftes, damit hier wieder Ruhe ist. Also, das war, wenn die Franzosen normal weitergespielt hätten. Dann hätten wir also 7-1 gehabt. Ja. Aber mussten sie auch nicht. Also nein, überhaupt nicht. Da haben ja dann auch gewechselt, alle, die angeschlagen sind oder halb gelb bedroht, raus. So. Also. Unabhängig davon sollte man aber das, was die isländische Mannschaft rein sportlich, jetzt mal unabhängig von den Zuschauern, dazu kommen wir ja gleich, aber rein sportlich geleistet hat, sollte man das anerkennen. Ich finde aber, man sollte nicht davon sprechen, dass das jetzt wie die Jungfrau zum Kind ist. Es wird ja oft dargestellt, ja, der ist Zahnarzt und bla und hier. Also das stimmt nicht. Das ist so ein bisschen Mythos, ein bisschen Marketing. Das sind alles Profis, die spielen in England, beziehungsweise auf der Insel in verschiedensten Ligen. Also die verdienen schon mit Fußball ihr Geld. Ist nicht so, dass die tagsüber Zähne reparieren und dann abends mal eine Stunde trainieren. Die Zeiten sind vorbei, das gab es vor 20 Jahren. Das sind alles Profis. Aber es ist erstaunlich, dass aus einem so kleinen Land mit so wenig, also relativ wenigen Einwohnern, 323.000, so viele gute Fußballer oder man es geschafft hat, so viele gute Fußballer auszubilden, bei einer EM so weit zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch eine nette Randinformation. Ich weiß nicht, ob das hier auch schon besprochen wurde, aber es sind original 10% der Bevölkerung Islands in Frankreich derzeit, 30.000 Leute. Und der Rest feiert die Mannschaft zu Hause. Exakt, der Rest feiert zu Hause. Es sind 8 Millionen Deutsche in Frankreich, also wenn man das mal ansetzt. Aber die Zeit ist vorbei, als 8 Millionen Deutsche in Frankreich. Oh, na, okay. So, Zuschauer, wurden sehr schön empfangen, die Isländer. Ich habe ja ein Video vorbereitet für Regie. Genau. Ich spiele mal einfach ab hier. Na, müssen wir jetzt Werbung gucken? Nein. Ach, Werbung. Sehr schön. Das haben wir hier auch schon. Halt durch die Straßen Reykjaviks.
leicht, kann man vielleicht ein bisschen aufschrauben. Zu sein, um seine Helden zu empfangen. Das ist echt so. Ey, was das auch wieder für ein Move geworden ist, ne? Also ich fand's geil im Einzug zum Viertelfinale. Ja. Da fand ich den Move echt super. Sehr gut, haben aber jetzt ist mir der schon wieder zu drüber hier, der Hu-Move. Der ist mir schon wieder, der ist wie Hu-Selas gerade. Grundsätzlich ist es ja auch nichts Neues. Das ist ja auch in den deutschen Ligen ist es ja gang und gäbe. Also wer jetzt aus halt mal kurz die Klappe, wenn die dann da loslegen. Wer schon mal bei Dynamo Dresden im Stadion war, die machen das auch mit Dynamo. Mhm. Also das gibt es auch etliche YouTube-Videos. Mittlerweile ist es sogar so, dass das drei verschiedene Tribünen machen. Also die eine Tribüne macht Dü, dann die Gegentribüne Na und die andere dann Mo. Und so geht das dann hin und her. Das ist schon sehr beeindruckend. Die Akustik in Dresden ist gut. Hansa Rostock macht das. Das übernehmen immer, die Schalker klatschen sich vor dem Spiel so ein mit der Mannschaft. Ja. Also nicht so, dass es eine neue Erfindung ist, das ist jetzt einfach nur noch für mal... Für die Turnierschauer. Ach so, ja. Ist mit Sicherheit was Neues. Richtig. Und na, sehr sympathisch und auch beim Verabschieden, das war echt schön. Und also wirklich eine Landesbevölkerung zu sehen, das haben wir gerade tatsächlich in dem Video nicht gesehen. Es gibt aber den Rohschnitt davon. Mhm. Und dann siehst du einfach nur ein Meer aus 300.000 Leuten, also gefühlt die Bevölkerung. Und wie sie dann alle halt loslegen, das ist schon ziemlich gänsehautig. Also das ist schon krass. Ja. Es hat seine eigene Bedeutung bekommen. Es hat seine eigene Bedeutung bekommen. Aber darüber ist Island ja auch gekommen, das Turnier über. Man, die waren ja jetzt, klar, gute Fußballer, aber jetzt nicht so die Überspieler, aber sie kamen über die Mentalität. Ja. Ich habe noch zwei kleine Punkte. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, leider. Oh ja. Aber das EM, unser kleines EM-Live-Studio geht ja weiter, zum Glück. Ne? Für all die Leute, die noch mehr Bock auf diese Konstellation haben. Nils und Eddie kommen ja auch demnächst wieder. Sonntag gibt es ja hier auch die große Sause. Ach, da sieht man es. Wunderbar. Morgen. Genau. Morgen aber nicht in dieser Konstellation. No. Nein. Nee. Es kommt noch jemand dazu. Hm. Ja? Ja. Sergej Löw? Fast. Viel besser eigentlich. Sergej Barbares wird morgen zu Gast sein. Sehr gut. Der ebenfalls ja auch Turniererfahrung hat. Ja. Und ja auch international eine Menge Erfahrung. Und ich glaube, der kann uns auch noch ein bisschen was verraten. Ach, das ist doch schön. Das macht doch alles Spaß. Zwei kleine Punkte möchte ich noch anwählen. Ja. Schönes Bild auch gesehen. Podolski, Buffon. Der Kollege hat seine Karriere beendet, offiziell, mit dem Elfmeterschießen. Hat er doch, oder nicht? Nein. Buffon? Ich glaube nicht, also aber seine Nationalmannschaftskarriere. Er hat jetzt gerade für 2 Jahre verlängert und hat, also im letzten Interview, das ich gelesen habe, er spielt noch 2 Jahre weiter und wenn der Nationaltrainer der Meinung ist, er könnte helfen, würde er es machen. Ah, okay, dann habe ich es verstanden. Dann war es vielleicht nur. Aber es war seine letzte EM, das Jahr. Ah. Er hat auf jeden Fall geweint. Er hat geweint, ja. Und eine kleine Sache, da müsste man fast länger drüber reden. Ein bisschen Zeit haben wir noch, nämlich die Waliser. Standardsituation. Eckbälle. Ich kannte das noch nicht, dass sie sich so wie so eine Wurst, und zwar nicht parallel zur Torlinie, sondern halt dagegen aufgestellt haben. Habt ihr schon mal so gesehen? Ja, das macht auch Sinn. Gut, okay. Also ganz kurz, mit wem rede 2 Sekunden, wir müssen gleich von der Sendung, aber es macht Sinn, gegen eine Manndeckung so zu eng zu stehen, dann können sie nicht mal decken. Richtig, ja, okay. Weil dann streuchst du auseinander und hast immer einen Schritt Vorsprung. Ich fand's ganz geil. So, und mit diesen Worten enden wir unser heutiges Live-EM-Studio-Dingens. Zu Gast bei Bohnen. Vielen Dank, Tobias. Vielen Dank, Ralle. Über 60 Minuten Vollgas gegeben. So ist es. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Bis morgen. Yes, morgen geht's weiter.